Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, also bei manchen Wortbeiträgen fällt dann wirklich nichts mehr ein. Der vorliegende Antrag von CDU und FDP, den kann ich mit einem Satz zusammenfassen. Same procedure as every year. In regelmäßigen Abständen legt man uns einen solchen Schaufensterantrag auf den Tisch, um sich dann entsprechend selbst zu loben. Frau Lannert hat das heute Morgen ja lächelnd und mit viel Überzeugung gemacht. Ja, ja, meine Damen und Herren, auch wir von der SPD, wir freuen uns, dass so viele Menschen in Hessen Arbeit haben. Habe ich doch gerade gesagt, Herr Kollege Ermer, hören Sie doch erst einmal zu. Und für die SPD an dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei den vielen Betrieben bedanken, die junge Menschen auch in der Krise ausgebildet haben und heute noch ausbilden. Und ich habe Hochachtung vor den Betrieben, die ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern übrigens auch in Zeiten steigender Konkurrenz anständig und fair behandeln und ihnen Löhne zahlen, von denen sie auch leben können. Die Zahlen, die Sie von CDU und FDP in Ihrem Antrag vorlegen, die sehen ja zunächst mal ganz gut aus. Aber sie verschleiern wichtige Tatsachen. Wenig Geld für viel Arbeit, hat die Frankfurter Rundschau im Januar getitelt. Und ich finde, das bringt es genau auf den Punkt. Laut Frau Lannert, ich habe mich heute Morgen wirklich gewundert, welche selektive Wahrnehmung Sie in Ihrer Rede an den Tag gelegt haben. Ich komme mal zu den wichtigen Punkten. Laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung arbeitet in Hessen jeder fünfte Arbeitnehmer im Niedriglohnbereich. Der Zuwachs ist verglichen mit anderen Bundesländern, Sie vergleichen ja so gerne, rasant. Das würde ich einfach mal zur Kenntnis nehmen. Die Entwicklung ist bedenklich, sagt sogar der Leiter der Regionaldirektion Martin. Bei den Vollbeschäftigten unter 25-Jährigen liegt der Anteil sogar bei 48%. Jeder zweite Jugendliche unter 35 hat noch nie in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis in Hessen gearbeitet. Und da sage ich, meine Damen und Herren, auch als Mutter von zwei Kindern in dem Alter, wie sollen junge Menschen in dieser unsicheren Situation sich dafür entscheiden, eine Familie zu gründen und Kinder zu kriegen? Die wissen doch überhaupt nicht, wie sie im nächsten Jahr ihr Geld verdienen sollen. Ein Drittel der vollbeschäftigten Frauen erhalten in Hessen einen Niedriglohn. Bei zwei Drittel der Betriebe in der hessischen Elektro- und Metallindustrie wird kontinuierlich Leiharbeit statt. Leiharbeiter verdienen, und das wissen Sie auch, Frau Kollegin, im Durchschnitt 5 € weniger als die Stammbelegschaft. Und sie werden ganz oft zu Aufstockern. Und diese ständig steigende Lohnsubventionierung über Steuergelder, die lehnen wir als SPD ganz strikt ab. Und das Neueste sind übrigens Werkverträge. Das ist noch interessanter. Hier werden ganze Arbeitsfelder an Fremdfirmen ausgelagert, deren Arbeitnehmer noch weniger verdienen wie Leiharbeiter. Meine Damen und Herren, wir laufen in Hessen Gefahr, dass unsere Beschäftigungsgesellschaft in ein Zweiklassensystem zerfällt. Auf der einen Seite die gute, reguläre, ordentlich bezahlte Arbeit und auf der anderen Seite die prekären Arbeitsverhältnisse. Und das ist für uns als SPD nicht akzeptabel. Und deswegen fordern wir, und da werden wir auch nicht müde, das immer wieder zu tun, einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn und kein Placebo, wie es im Moment in der CDU diskutiert wird. Wir fordern gleichen Lohn für gleiche Arbeit für Frauen und für Männer, für Leiharbeiter wie für die Stammbelegschaft. Und hier gibt es dringenden Handlungsbedarf für die Landesregierung. Aber da finden wir kein einziges Wort in Ihrem Antrag. Wir brauchen endlich ein Vergabegesetz, das Tariftreue als Vergabekriterium ermöglicht, ebenso wie die Beteiligung an der Erstausbildung, die Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern und die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen. Wir haben Ihnen im vergangenen Jahr einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt, aber brauche ich an der Stelle eigentlich nicht mehr zu erwähnen, hat leider keine Mehrheit
in diesem Haus gefunden. Jetzt kam hier gerade vom Kollegen Arnold, der Gesetzentwurf ist praktisch schon auf dem Weg. Herr Kollege Arnold, bei aller Wertschätzung, diese Ankündigung hören wir schon fast 3 Jahre. Ich persönlich habe da eine klare Vermutung. Ich vermute mal, dass dieser Gesetzentwurf unmittelbar vor dem nächsten Wahltermin kommt, weil so haben sie es beim letzten Mal auch gemacht. Und oh Wunder, das Vergabegesetz in Hessen ist nach dem Wahltag überhaupt nicht mehr in Kraft getreten. Wir haben die Landesregierung auch aufgefordert, Förderprogramme an bestimmte Leiharbeiterquoten zu binden. In Thüringen wird das erfolgreich praktiziert. Und ich verstehe bis heute nicht, warum man prekäre Arbeitsverhältnisse auch noch mit Steuergeldern subventionieren muss. Aber Sie konnten uns auch bei diesem Antrag leider nicht folgen. Und das offenbart ganz klar, Sie haben überhaupt kein Problembewusstsein für diesen Bereich. Wichtig sind für uns auch Zukunftsfelder für dieses Land zu definieren und Strategien zu entwickeln. Wie soll sich die hessische Wirtschaft eigentlich in den nächsten Jahren entwickeln? Kein Wort davon in Ihrem Antrag. Sie sagen nichts dazu, wie Sie den Wissenstransfer aus den Hochschulen besser organisieren wollen. Wir fordern schon seit Jahren einen Beauftragten an jeder Hochschule, der Forschungsprojekte auf wirtschaftsrelevante Ergebnisse durchforstet und auf der anderen Seite auch ein Ansprechpartner für kleine und mittlere Betriebe ist. Unter dem Stichwort Zukunftsstrategie fällt für uns auch der gesamte Bereich der Clusterbildung. Kein Wort davon in Ihrem Antrag. Landespolitik kann und muss Cluster definieren, Akteure vor Ort zusammenführen, Netzwerke bilden, so dass regionale Schwerpunkte Zukunftsfelder für ganz Hessen bedeuten. Aber kein Wort in Ihrem Antrag. Liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP, ja, der Wirtschaftsstandort Hessen ist stark. Das ist unbestritten. Aber die Arbeit der Landesregierung, Frau Kollegin Lannert, darf sich nicht im Setzen von Impulsen und Infrastrukturmaßnahmen, wie es heute Morgen auch beschrieben worden ist und wie es auch in Ihrem Antrag aufgeführt ist, erschöpfen. Das ist einfach zu wenig. Sie müssen sichere und gute Arbeitsbedingungen in Hessen schaffen. Das sind die wirklich wichtigen Rahmenbedingungen, die eine gute Wirtschaftspolitik ausmachen. Und da sehen wir in Hessen überhaupt nichts von. Frau Kollegin, in der Konkurrenz mit anderen verlieren Betriebe, die ihre Arbeitnehmer gut und fair entlohnen, gegenüber den Betrieben, die Leiharbeit und Werkverträge ansetzen. Das ist unbestritten. Reden Sie mit den Unternehmen mal. Und hier braucht es dringend gesetzliche Regelungen. Mit einem Schaufensterantrag, wie Sie ihn uns heute Morgen vorgelegt haben, ist es nicht getan. Ich habe Ihnen einige Handlungsfelder aufgezeigt. Und Frau Kollegin Lannert, was mich heute Morgen hier wirklich erschüttert hat, ist, dass Sie sich hier ans Pult stellen und sagen, das ist ein guter Tag für Hessen. Heute Mittag um 15 Uhr werden 800 Frauen bei Schlecker hier in Hessen ihren Arbeitsplatz verlieren. Und Sie haben nichts getan, Sie haben zugeguckt, Sie tun immer noch nichts. Ich sag Ihnen nur, Auffanggesellschaft, die ja Ihr Koalitionspartner FDP auf allen Ebenen verweigert hat, diese Auffanggesellschaften wären eine Lösung für diese Frauen gewesen, aber nichts passiert hier. Hallo, ich hab's Pult und ich hab's Mikrofon. Meine Damen und Herren, ein bisschen mehr Ruhe ist wünschenswert. Frau Waschke, Sie haben das Wort. Danke. Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP, wir sind sehr gespannt, wann Sie den Entwurf für Ihr mehrfach und so lange angekündigtes Mittelstandsförderungs- und Vergabegesetz endlich vorlegen werden. Was ich Ihnen aber heute schon versprechen kann, Herr Kollege Arnold, ist, dass die SPD dieses Gesetzgebungsverfahren im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und im Sinne der kleineren und mittleren Betriebe in Hessen sehr konstruktiv, aber auch sehr kritisch begleiten werden. Vielen Dank.